Hallo bei Zweifel, Ängste, Achtsamkeit. Mein Name ist Katrin Sieder und hier dreht sich alles um das Sichtbarwerden mit den eigenen Fähigkeiten. Heute in diesem Video rede ich über das Sich-Zuwenden der eigenen Fähigkeiten. Also, oder dieses, ich weiß nicht, womit ich sichtbar werden soll. Und genau darum geht es, sich dem zuzuwenden. Also, ich habe einfach mir immer wieder erzählt, dass ich ja gar nicht weiß, womit ich sichtbar werden soll. Mit dem oder mit dem oder mit dem oder mit dem oder womit denn eigentlich genau? Und da merke ich einfach, ich merke, dass die Krafttiere einfach die sind, die mich da begleiten und unterstützen in diesem Sammelsurium, das wir ja alle schon irgendwie jetzt so in uns tragen und mit dem wir sind und was wir alle an Möglichkeiten haben, dass die Krafttiere so richtig mir einen Fokus geben auf etwas, das ich mich ausrichten darf. Und sie mir Hinweise geben, worauf ich mich dann ausrichten darf. Und ja, es ist schon auch unangenehm, was die manchmal so mitteilen. Weil mein Verstand das bewertet als, nee, das kannst du ja nicht machen. Das kannst du doch nicht tun. Oder nein, da bin ich noch nicht gut genug. Oder das geht doch noch gar nicht. Und da merke ich so, still werden und ja sagen. Ja, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Ja, ich erkenne meine Fähigkeiten an. Ja, ich würdige sie, ich schätze sie, ich lobe sie, ich lobe mich selbst. Ein Loblied an mich selbst zu singen und an meine Fähigkeiten. Und dann können wir doch alle mit dem rausgehen, was wir da wirklich, wirklich zu geben haben. Unser Potenzial ausgraben. Es leben. Hinausgehen und es leben. Und mein Weg war auch, ich habe Dinge ausprobiert, weil ich gemeint habe, das ist es. Und dann habe ich einfach was anderes gemacht. Und das merke ich schon, das ist die Umsetzungskraft. Dieses in die Kraft gehen und ausprobieren. Rausgehen, umsetzen, mit Menschen drüber reden. Mich meinen Fähigkeiten zuwenden. Und ganz tief Freude und Dankbarkeit dafür empfinden, dass ich diese Fähigkeiten habe. Oh ja, bitte machen wir das doch. Machen wir das doch mehr. Ja, und wenn du wissen magst, hey, warum bist du hier? Was ist deine Berufung? Was will durch dich in die Welt? Oder du schon weißt, womit du sichtbar werden willst, aber irgendwie trotzdem noch nicht sichtbar bist, dann bin ich für dich da. Ich begleite dich. Und freue mich da mit dir deine Schätze auszugraben und dein Inneres zu heben und es in die Welt zu bringen. Ich freue mich. Ciao, deine Katrin.